Familienstellen. Familie ist das Schlagwort für jeden. Wir kommen aus einer Familie und wir wünschen uns eine Familie. Doch häufig wissen wir, dass in einer Familie nicht alles so schön abläuft, wie wir es wünschen. Und das sehen wir oft bei Familienfesten. Manche wollen gar nicht kommen. Und häufig kommt es bei einem so erfreulichen Fest zu einem großen Konflikt. Doch wie kann das sein? Wir kommen doch aus der gleichen Familie. Warum wollen wir uns streiten? Wir lieben uns doch, oder? Beim Familienstellen können wir erforschen, warum es häufig in der Familie ein schwarzes Schaf gibt. Und die Person, die dafür gewählt wurde, im Geheimen dafür gewählt wurde, wovon wir gar keine Ahnung haben, was im Hintergrund wirkt, wird dann zum Leidtragenden im ganzen Leben. Und manchmal wird diese leidtragende Person nicht anders können, als die Familie verlassen oder ins Ausland zu gehen oder sich so ganz anders verhalten, was in der Familie überhaupt nicht erwünscht ist. Und schon allein aus diesem Grunde gibt es Konflikte in der Familie. Durch das Familienstellen können wir die Hintergründe erforschen. Denn alles, was in einer Familie ist und war, bleibt erhalten und zwar für immer. Und so kommt es dann, dass eine nachfolgende Person in ihrem Leben etwas tut, wovon sie genau weiß, wenn ich das mache, hat es schwerwiegende Konsequenzen und doch kann sie nicht anders. Wer darunter leidet, der ist herzlich eingeladen, sich in einer Familienaufstellung sein Problem und seine Schwierigkeit näher anzuschauen, um endlich von diesen alten Verbindungen, die so verpflichtend in ein junges, neues Leben hineinwirken, um sich zu befreien, um endlich das eigene Leben zu leben und nicht ein vorbestimmtes von einem Ahnen aus der Familie.